Auf meinem Weg zu dir lasse ich die Blicke hinter mir, die nur die Steine sehen, die unser Herz beschweren. Denn wenn du endlich vor mir stehst und deine Hand in meine legst, haben Angstpropheten ihre Macht verloren. Selbst wenn alle Blätter fallen, sind wir beide das, was bleibt. Wind und Wetter fest und für jedes Glück bereit. Es ist unsere Zeit. Freue mich sehr, dass ihr alle dabei seid bei diesem schönen Abenteuer eigentlich. Ich meine, wir sind ja in Zeiten, wo wir uns alle irgendwie kreativ bewegen müssen, uns irgendwas einfallen lassen müssen. In Zeiten von geschlossenen Clubs und leeren Konzertsälen. Die Initiative hier, die ja auch federführend ist, formuliert das wunderbar mit Kultur muss sichtbar sein. Wir versuchen das heute und dabei bin ich gerne dabei und bei der Initiative dem Hass den Stecker ziehen. Das sind alles Dinge, mit denen ich mich sehr, sehr gut identifizieren kann. Regenmacher haben ein schweres Los, werden nirgendwo gebraucht. Regenmacher machen Regen bloß und alles Schwere machen sie auch. Ich bin ein echter Großstadtkopf, brutale Morde sind mein Job. Doch langsam hängt er mir zum Halse raus. Manche Angst und manche Zweifel gab's nicht. Wir haben Musik gemacht und waren stoned. Und wir dachten, nur ein Leben reicht nicht. Deshalb haben wir geschworen, jeder Tag soll anders sein. Sieben Leben müssen sein, weit, weit, weit raus. Und dann immer weiter, so viel noch zu sehen. Ja, ja, diese Argumentation, wer zu uns kommen muss, muss unsere Sprache sprechen und unsere Regeln befolgen. Völlig klar. Das Blöde ist nur, dass das sehr oft so lautstark von Menschen propagiert wird, die sich gleichzeitig darüber aufregen, wenn der spanische Kellner auf Malle sie nicht versteht, wenn sie ihr Schnitzel auf Deutsch bestellen. Ich habe auch Sorgen vor Menschen, die meine Regeln nicht erfüllen wollen oder unsere Moralvorstellung nicht teilen wollen. Nur die sitzen nicht unbedingt im Irak oder im Iran oder in Afghanistan oder in Syrien, sondern die sitzen in der Regel an irgendwelchen vollgefluteten Stammtischen dieser Republik und brüllen billige Parolen. Eins weiß ich ganz sicher, viele Menschen auf dieser Welt hätten gerne unsere Probleme.